Fahrscheine, bitte. Ich dachte schon, die Bullen haben mich doch noch erwischt. Keine gute Idee, gleich in der ersten Woche gegen die Bewährungsauflagen zu verstoßen. Was ist los? Vom Heulen wird sich besser. Komm, ich zeig dir was. Na komm schon. Ich hätte einfach sitzen bleiben sollen. Aber es war, als wäre zwischen uns ein unsichtbares Seil. Er erzählte mir, wie er zum Hecken gekommen war. Ich sog jedes einzelne Wort auf. Die Leute da draußen, die lassen sich einlullen, die... Keine Ahnung, was läuft. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Wenn du das einmal begriffen hast, weißt du, dann ist das, als ob dir die Welt auf einem Teller serviert wird. Du musst nur zugreifen. So unterschiedlich wir auch waren, wir hatten eine Gemeinsamkeit. Erstens, begrenze deine Aktion nicht auf die virtuelle Welt. Zweitens, Dreistigkeit siegt. Und drittens, kein System ist sicher. MX? Man darf sich nicht hinter seinem Rechner verstecken. MX hat das schon begriffen. Die größten Sicherheitslücken, die liegen nicht auf Programmen oder Servern. Die größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Du hackst Menschen? Exakt. Die effektivste aller Hackermethoden, die große Kunst der Täuschung. Social Engineering. Der Mensch ist von Natur aus gutgläubig und konfliktscheu. Beim Social Engineering reizt einfach diese beiden Komponenten aus, so bekommst du alles, was du willst. Passwörter, geheime Informationen, Zugangsdaten. Hunger? Hier, halt mal. Watch and learn. Okay, dort entlang, Schatz. Hier fehlen zwei Schokodonuts. Bezahl doch nicht für den Scheiß und bekomm nichts dafür. So ein neues Angebot, hä? Zahl 10, krieg 8. Und die mit Schoko waren nicht dabei. Das ist, will ich hier wohl nicht hier stehen. Wer hat nicht bedient? Die Blonde da hinten. Komm, vielleicht holen wir einfach mal einen Geschäftsführer. Also, geht doch. Schönen Abend noch. Mhm. Einen guten. Du musst nur dreist genug sein. Dann liegt dir die Welt zu Füßen. Oh, schon spät. Bist du bereit? Los, komm. Aber